will einfach einen Beruf lernen, der nicht jeder heutzutage macht. Und dann bin ich auf den Beruf von Pharmakanten gestoßen und ich habe gemerkt, dass es mir sehr, sehr viel Spaß macht, einfach den Menschen dadurch zu helfen. In der Forschung arbeiten wir mit kleinen Mengen Material und wenn bis dahin alles funktioniert, arbeiten wir in der Produktion mit großen Mengen. Bei der Extrusion ist es immer wichtig, dass ich immer vor Ort bin, falls beispielsweise die Temperatur zu hoch ist oder zu niedrig, dass ich direkt eingreifen kann. Eine wichtige Aufgabe in der Forschung und Entwicklung ist es herauszufinden, wie das Arzneimittel am besten im Körper wirkt, ob es beispielsweise fest oder flüssig ist. Und dafür machen wir aufwendige Tests und Analysen.